ihren Spitznamen? Mit, sie heißt mit richtigen Namen Karl Friedrich Ab Ole Freiherr von Beuys. Ja. Stimmt. Im Grunde war Ole mein Spitzname. Ich bin, meine Großmutter kam aus Mecklenburg, vom Plattenlande, da haben wir Plattdeutsch gesprochen. Und da hat man zu Babys immer gesagt, Ole Pop. Das ist Plattdeutsch, also Mundart, Dialekt. Und das heißt alte Puppe, Ole Pop. Und so ist bei mir das Ole entstanden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Politiker zu werden? Ich bin da reingewachsen. Nicht so, nicht in deinem Alter geplant, ich will Politiker werden, sondern hat sich irgendwie so ergeben, weil ich immer mich für Politik interessiert habe. Ich war in der Schule schon mal Klassensprecher gewesen und auch Schulsprecher gewesen. Und in der Zeit, als ich zur Schule ging, wurde unglaublich viel über Politik diskutiert. Und so ist das, so hat sich das für Stück entwickelt. Also langweilig wird es wirklich nicht. Also eher zu viel. Immer in Action. Immer in Action, ja. Wie fit sind Sie eigentlich in der Nutzung von Medien, zum Beispiel Chatten, MSN, SMS oder Fotografien und Videoaufnahmen? Also SMSen, mein Handy gerade nicht dabei, liegt in meiner Tasche, mache ich relativ viel, relativ häufig, wo es natürlich ziemlich teuer ist, aber ich mache es ziemlich viel. Chatten ist eine Zeitfrage, ich habe es mal eine Zeit lang häufiger gemacht, aber ich hatte eben schon mit einem drüber gesprochen, ich finde, PC ist so ein Zeitfresser, wenn du abends nach Hause kommst und setzt dich vor den PC, denkt man manchmal, na gut, ich gehe mal eine halbe Stunde rein, dann guck, was es Neues gibt. Und dann guckst du plötzlich auf die Uhr und merkst, 3 Stunden sind rum und eigentlich hast du gar nichts gewuppt. Das ist so, die Zeit flutscht so dahin. Und auch Chatten ist manchmal unglaublich unverbindlich. Ist ganz witzig, aber wenn du dich hinterher mal fragst, was ist eigentlich bei rausgekommen? Es ist oft minimal, aber trotzdem mache ich es manchmal. PC auch, Internet ohnehin. Also, Dankeschön für das Interview. Und jetzt fragen wir mal das Publikum, ob die auch nochmal Fragen haben. Ja. Gibt es etwas, was Sie niemals tun würden? Ich bemühe mich, niemanden zu kränken und bemühe mich, höflich zu sein, nicht unhöflich zu sein und bemühe mich, auch wenn ich wütend bin oder sauer oder mich selber gedemütigt fühle, versuche ich, die Menschen fair zu behandeln und niemanden zu kränken. Sind Sie ein Frühaufsteher oder ein Nachtschwärmer? Bin mir ein Frühaufsteher, allerdings geworden. In eurem Alter und später habe ich gern lange geschlafen. Und ich merke selber, je älter ich werde, desto früher stehe ich auf und desto froher bin ich, wenn ich abends im Bett liege. Aber das wird euch auch noch so gehen. Ja? Gibt es etwas, worauf Sie jemals verzichten würden? Auf mein Bett. Ja, bitte. Mich würde mal interessieren, was Sie in Ihrer Freizeit machen und wie viel Freizeit Sie eigentlich haben, ja. Was Ihre Hobbys sind. Ja. Ich lese sehr viel. Vor allem gerne skandinavische Kriminalromane lese ich viel. Dann bin ich auch gerne im PC, also Chat weniger, aber einfach so Dinge, zum Beispiel interessiere ich mich für Wetter, Meteorologie und gucke mir gerne so Wetterseiten an, wie ist die Wetterentwicklung und sowas. Das ist so ein kleines Hobby von mir. Dann habe ich selber eine Wohnung an der Nordsee, auf Sylt, auf der Insel. Wenn ich mein Wochenende frei habe, fahre ich dahin. Man findet es einfach toll, an der Nordsee spazieren zu gehen, wenn da der Wind braust, die Möwen kreischen, das Meer donnert, also draußen in der Natur zu sein. Sport, man macht zu Hause, darf man gar nicht sagen, so ein bisschen Gymnastik, versucht, dass die Pampe nicht zu groß wird, so ein bisschen Gymnastik. Und fahre jedes Jahr einmal Skilaufen, mindestens eine Woche, wenn es geht, 10 Tage. Was wollt ihr beruflich? Habt jeder von euch eine Vorstellung, was er beruflich mal machen will? Noch jemand, der schon weiß? Ja, bitte. Also ich möchte entweder U-Bahn- oder Busfahrer werden. Ja. Ach, das glaubst du denn nicht? In deinem Alter, ein bisschen jünger, wollte ich auch U-Bahn-Fahrer werden. Da habe ich mir aus ohne Flachs jetzt aus Pappkartons so ein Cockpit eine Hamburger U-Bahn gebaut. Und immer, wenn ich krank war, in meinem Bett gesessen, bin immer die Strecke von Ohlstedt zum Hauptbahnhof zurückgefahren. Und meine Mutter war völlig in Nerv, weil ich bei jeder Station immer gerufen habe, zurückbleiben, bitte nicht mehr einsteigen. Die werden mal gesucht, U-Bahn-Fahrer. Also hast du gute Chancen. Ja. Der fährt schon, nur wenn ich daneben sitze und ich kann nicht lesen, weil mit dem Auto einfach beim Lesen nicht so gut wird, fahre ich lieber mit der Bahn. Das finde ich entspannter, außerdem geht es schneller. Und ökologischer ist es auch noch, umweltbewusster ist es auch noch. Okay. Leute, ich muss weiter, es tut mir leid, aber ich muss zur Bahn. Mach's gut. Tschüss, bitte. Ein Bild können wir noch machen. Okay. Ein Foto? Ja, darf ich schon gehen?